habe ich seltsamerweise nicht mit gerechnet. Brennt? Meine Babys! Mutti hat aufgehört zu brennen. Okay, wir gehen mal wieder hoch. Das ist jenseits von Gut und Böse. Hörst du? Jenseits von Gut und Böse! Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben habt. Warum bleibst du denn nicht unten? Weil ich gerne nach oben möchte. Zu dir. Und es wird dir gefallen. Ich hab die Schnauze voll von dir, junger Mann. Ich sollte hier raus. Okay, das... Vielleicht war das schon Mutti. Puh, das ging gut. Das ging gut. Hat sie hier noch ein Geschenk reingelegt? Nein. Okay. Geiler Schlüssel. Oh, ein Fahrrad. Sie hat ein Fahrrad in ihrem Zimmer stehen, die Mutti. Telefon. Wir werden also gleich wieder angerufen. Was zum? Target acquired. I. Betreffend des Serie-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage Serum synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv. Zweite D-Serie peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Kann er mir nichts mitnehmen. Ah, natürlich. Hallo Zoe. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Hä? Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ach, ich dachte... Ich dachte, das wäre hier das Serum, das leuchtende Ding da. Betreffend den folgenden... Piri, okay. Jetzt ist die Frage, was uns hier noch an netten Menschen und anderen Dingen erwartet. Da ist eine Voodoo-Puppe, die möchte ich gerade mal noch nicht anfassen. Oh, ein kleines Tagebuch. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, der Arm ist also da hinten. Eine schöne Voodoo-Puppe. Brennerkraftstoff, sehr schön. Können wir den eigentlich... Na gut, der ist noch gut durchgeladen. Wir haben nur nichts mehr, keinen freien Platz im Inventar. Ich mache diese blöde Kurbel, die möchte ich aber nicht wegschmeißen, die brauchen wir bestimmt noch für irgendwas. Nee, festbrennen, das habe ich ja nicht, ne? Nee. Das ist kacke. Der Arm braucht bestimmt wieder zwei Dinge. Okay, ich geh mal gerade wieder zurück, wenn dem denn möglich ist.
Ach so. Dem Sohn wurde... Meinst du, das ist... Meinst du... Aber der hatte doch eben wieder zwei Arme, oder? Der hat da auch am Essenstisch gesagt, oh nee, nicht schon wieder. Moment, ich verlaufe mich schon wieder. Ah, okay, da sind Fliegen. Ich gehe weg. Nee, hier war, glaube ich, unser Safe Point. Ich muss noch ein paar Sachen ablegen. Genau, hier waren wir richtig. Ich muss mal eben an meine Box. So, und zwar zumindest El Munzetto lege ich ab und mache mir dabei meine Zigarette an. Niemand darf Raymond an die Uhrzeit. Ich habe die Uhrzeit im Blick, Yoshi. Es ist nicht mehr allzu lang. Was tun wir noch weg? Ich brauche auf jeden Fall Platz im Inventar. Diese Kurbel. Der Krähenschlüssel. Ich mache mal hier das Psychotonikum. Das schmeiße ich auch mal rüber. Ist das eigentlich hier der letzte Platz? Ich nur gerade mal zum Testen. Ah nein, es ist scrollbar. Okay. Aber nicht mit dem Mausrad. Doch, mit dem Mausrad. Okay, den Brennerkraftstoff möchte ich mich gerne wieder mitnehmen. Wir können das sortieren. Ach, wie schön. Okay. Jetzt haben wir drei Plätze frei. Morgen mache ich weiter, definitiv. Da lasse ich euch jetzt auch gar nicht entscheiden. Morgen mache ich weiter, weil ich habe selber Bock drauf. Nur bei mir ist das Ding immer so lange am Stück spielen. Ist immer so ein bisschen schwierig. Aber wir machen jetzt noch ein bisschen, keine Sorge. So, ich hoffe, drei Plätze reichen. Sollten sie aber eigentlich. Kann ich noch irgendwas... Ne, den Rest behalte ich mal. So, wir speichern nochmal eben. Das Geschenk, von dem im Buch die Rede war, war doch ein Arm, oder? In welchem Buch? Ich kann dir gerade nicht folgen, in welchem Buch. Jetzt gerade in dem Tagebuch. Ja, ja, da war das Geschenk ein Arm, falls du das meinst, ja. Das war korrekt. Lass mich in Ruhe, Kackfliegen. Ich muss sagen, ich halte den Horror mit euch echt gut aus. Also, vielen Dank, dass ihr da seid. Auch wenn es nur noch 9 sind, wo es vorher noch 11 waren. Das ist mir aber egal. Hauptsache, du bist da. Okay. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem, was uns jetzt hier erwarten wird. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Ich weiß nicht, was ich ausrüsten soll. Okay. Oh, da ist noch so eine Puppe. Eine antike Münze nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen also die Lampe. Wir brauchen die Lampe von der Mutti. Wie kriegen wir die denn jetzt bitte? Wahrscheinlich steht die gleich vor der Tür. Nee. Ah! Ich höre sie. Das war es noch nicht ganz mit der Mutti. Aber wo ist sie? Ich muss wahrscheinlich da runter. Leitern geben. Jetzt kommt erstmal die Mutti. Oma noch nicht. Da ist Mutti. Da krabbelt sie lang. Teufel. Das ist neu. Das ist neu, in der Tat. Mutti hat für ihre Insektenfreunde hier so ein paar Gänge ausgehoben. Ich hasse Leiter.
wir denn hier? Was habe ich da aufgenommen? Spaltmittel. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Oh, nice. Festbrennstoff nehmen wir auch mit. Ja, wir haben zwei Dietriche, wir benutzen. Wir haben aber keinen Speicher. Wir haben keinen Inventarplatz. Machen wir doch trotzdem. Warte, ich mach mal gerade. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da hin. So. Aber jetzt haben wir wieder Platz. Sehr gut. Dann benutzen wir mal ein Dieterich und gucken, ob da irgendwas Sinnvolles drin ist. Ja, die ist gekrabbelt, Yoshi. Ja. Wie ihre Flammengranaten. Na gut, nehmen wir mal mit. Okay, das war es noch nicht mit Moody. Ich dachte, der Kampf mit Moody wäre das schon gewesen. Der wird wahrscheinlich hier stattfinden. Okay, wird aber auf jeden Fall gespeichert. Und wisst ihr was? Das nutze ich, um diesen Stream zu beenden.